Über 100 Aussteller sind es auch 2015, die dem Ruf auf den Reutlinger Bösmanns-Ecker Festplatz gefolgt sind und sich in diesem Jahr an der bereits traditionellen Leistungsschau beteiligen. Bei der dreht sich bekanntermaßen fast alles ums Bauen, Sanieren und Renovieren. Für die regionale Handwerkerschaft und die Stadt Reutlingen ein mittlerweile fast unverzichtbarer Termin. Das Handwerk ist sehr breit aufgestellt, viele wissen das gar nicht. Und das Handwerk hat mit einer solchen Messe die Möglichkeit zu zeigen, was es leisten kann, was es Neues gibt. Kunden können sich informieren und das zusammenzubringen, das ist eigentlich Sinn und Zweck dieser Messe. Und sie zeigt natürlich auch denjenigen, die vor der Sanierung, Renovierung, vielleicht auch vor dem Neubau stehen, was alles geht. Thema Klimaschutz, Energieeinsparung. Und ich bin jedes Jahr beeindruckt, weil Neues dazukommt, weil sich Technologien verfeinern und verbessern und unterstreichen damit auch, dass wir alle etwas zum Klimaschutz beitragen können, auch als Endverbraucher. Beispielsweise schon durch den einfachen Austausch einer Heizungspumpe. Der Effekt ist in der Binnenausstellung, den 9. Reutlinger Energietagen, zu besichtigen, die die Stadt und ihr Energieanbieter Fair Energie unter das Motto Global Denken, Lokal Handeln gestellt haben. Sie haben es ja gesehen, es waren 92 Watt. Die neue braucht 3 Watt. Bereits in 3-4 Jahren habe sich so der Pumpentausch amortisiert, der übrigens derzeit finanziell zudem gefördert wird. Beim Thema Umwelt- und Klimaschutz spielt auch E-Mobilität eine große Rolle. Das Besondere an dem Fahrzeug, das Sie hier sehen, das ist ein Tesla, ist, dass es voll elektrisch fährt. Und wir als Fair Energie natürlich Interesse haben, die Elektromobilität voranzubringen. Wir betreiben hier in Reutlingen eine Elektrotankstelle im Ledergraben, im Parkhaus. Und wir haben ein Förderprogramm für die Anschaffung von Elektrofahrzeugen. Das heißt, Kunden der Fair Energie bekommen von uns einen Zuschuss von 500 Euro, wenn sie ein Elektrofahrzeug anschaffen. Wie wichtig es ist, dass nicht nur Räder ökologisch rollen, Emissionen insgesamt verhindert und Feinstaub vermieden wird, weiß die Reutlinger Oberbürgermeisterin Barbara Bosch nicht erst seit vorgestern, als die neuen EU-Feinstaubmesszahlen Reutlingen in die unrühmliche deutsche Top 5 hieften. Die Kommunen geben sich sehr viel Mühe. Wir haben ein Klimaschutzkonzept in Reutlingen. Der Klimaschutzmanager hat begonnen. Wir beziehen für unsere Liegenschaften schon seit Jahren aus erneuerbaren Energien auch den Strom, den wir brauchen. Das machen wir alle und das tun wir engagiert und auch aus Überzeugung. Aber es wird nicht reichen. Wenn die Klimaschutzziele insgesamt erreicht werden sollen in der Reduktion, dann brauchen wir Unterstützung von der EU, von Bund und von Ländern. Gebäudeenergiesanierungen müssten noch viel stärker gefördert, die Umweltvorgaben für den Verkehr noch viel strenger, Dieselfahrzeuge vielleicht verboten werden, so Bosch, die im Fall der Reutlinger Feinstaubwerte besonders auf Entlastung durch den Scheibengipfeltunnel setzt. Das Handwerk selbst hofft durch die Messe indessen noch auf anderes. Die Sonderschau-Ausbildung soll den Nachwuchs locken. Es kommen sehr viele her, das sind oft nicht die Jugendlichen, aber dann kommen Eltern, dann kommen Freunde, dann kommen Bekannte, die sehen, dass das Handwerk neben den Tätigkeiten auch gute berufliche Möglichkeiten, gute Chancen bietet. Und das, wir haben auch das Gefühl, dass wir schon die Früchte ernten können dieser ersten Ausstellungen, weil unsere Ausbildungszahlen trotz demografischer Entwicklung stabil, teilweise sogar leicht steigend sind. Die Messe Handwerk im Zirkuszelt ist auch morgen am Sonntag noch einmal von 11 bis 18 Uhr geöffnet.